So, hallöchen, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu meinem Minecraft-LP, wo wir heute, ich glaube, weiteres Holz farmen werden erstmal. Jo, das ist, glaube ich, an der Tagesordnung. Wir werden noch ein bisschen mehr Holz brauchen, wobei wir haben ja auch noch mehr Holz, mehr Spruce-Holz nämlich. Aber ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz, wir brauchen noch ein bisschen mehr Wolle, glaube ich. Ich glaube, der Plan war irgendwie 3 Stacks Wolle und, ich glaube, 2 Stacks Holz oder so ähnlich. Oder nee, 1 Stack Holz, wenn du sogar nur. War es nur 1 Stack Holz? Ich glaube, es war sogar nur 1 Stack Holz, den wir brauchen. Theoretisch gesehen, praktisch gesehen, ja. Gehen wir erstmal kurz einmal nochmal zurück und klauen uns hier die restlichen fertig gekochten Kartoffeln raus. Aus dem Öfchen. Öfchen, Ofen, wie auch immer. So, wunderbar. Und dann würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los mit den soeben angesprochenen Dingen, nämlich Wolle farmen und Holz farmen. Und danach geht's wieder zurück in den Nether und zwar in unseren Netherite-Bomben-Explodier, irgendwas, Bettbomben, ihr wisst Bescheid, Gang. Ja. Ihr wisst schon. Und da werden wir dann loslegen oder wieder mal loslegen oder weitermachen oder was auch immer. Und zwar werden wir damit weitermachen, dass wir mal schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Netherite finden, beziehungsweise Ancient Debris, was wir dann in Netherite konvertieren können. Denn ich möchte mir endlich mein komplettes Netherite-Set basteln. Das habe ich ja schon seit längerem vor und das werden wir jetzt endlich mal umsetzen. Und zwar in die Tat umsetzen werden wir das. So, du gibst mir bitte auch noch mal kurz deine Wolle, liebe Schäfchen. Plopp, so. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, wir brauchen nur ein Stack Holz sogar, oder? Ich hatte das letzte Folge ausgerechnet und habe es jetzt irgendwie wieder so halb vergessen. Ich habe gerade im Kopf, dass wir 2 Stacks Holz brauchen, aber ich glaube, wir brauchen eh nur einen. Ein Stück Holz produziert 4 Stücke Planken, was auch immer. Ne? Genau, ja. Und ein Bett braucht 3 Stücke Holz. Das heißt, auf 3 Stücke Wolle brauchen wir etwas weniger als ein Stück unverarbeitetes Holz. Demnach reicht theoretisch so ein Stack aus bei 3 Stacks Wolle und wir haben 2,5 gerade. Demnach. Da hinten sehe ich noch ein Schäfchen, da sehe ich sogar noch 2 Schäfchen da hinten. Demnach sollten wir auskommen können, auch mit einem Stack Holz, aber ich werde noch ein bisschen mehr mitnehmen. Man kann ja nie wissen. Und so. So, hier haben wir ein weiteres Schäfchen. Hier haben wir einen komisch gewachsenen Baum. Da oben ist einfach nur noch. Da sind nur noch Blätter da oben. Also dieser Baum ist mehr Blatt als Baum. Sag ich jetzt mal so. Das war schon. Das waren 4 Stücke Holz oder sowas nur. Egal, wir nehmen die mal mit. Zack, vielleicht wächst dann hier ein neuer, schönerer Baum. Hier hin oder so ähnlich. So, wir haben schon einen Setzling wieder recovered. Wunderbar. Darum ging es mir nämlich auch, dass ich hier wieder einen neuen Setzling kriege. Können wir den komplett abbauen? Die sind relativ hoch gewachsen, weil mit der hier sieht er. Ah, da gehen aber die Blätter nicht richtig weg. Einen schönen einzeln stehenden Baum am besten, der auch schön komplett abbaubar ist. Ah, hier, respawn sag ich schon. Hier fallen gerade auch noch ein paar Blätter ab bei dem Baum. Nehmen wir mal den hier. Der hier sieht ganz gut aus und der rechts daneben auch noch. Und dann haben wir, glaube ich, gleich auch das Holz schon mal. In der Zwischenzeit können die Schafe schon mal ihre Wolle halt wieder regain, hallöchen. Ihre Wolle wieder regain, hallöchen, liebes. Ich habe gerade sowohl das Wort Schaf als auch Schwein im Kopf, aber nicht Huhn. Ich weiß nicht warum. Ihr seht, das hier ist ein Schwein. Ne? Das ist ein Schwein. Und das hier ist dann demnach, nach dieser Logik müsste sich hierbei dann um ein Schaf handeln oder so ähnlich. Ja. Don't ask me. I don't know. Frag mich nicht, was mal wieder in meinem Kopf abgeht. Lustige Dinge. Lustige Dinge und so und ja. Gut, ich würde sagen, wir fahren fort, damit wir auf diesen Baum noch abbauen, wie bereits gesagt und geplant. So, habe ich jetzt alles an Holz hier aufgesammelt? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube schon. Sehr schön. Mich würden auch die neuen Kirschbäume interessieren übrigens. Also nebenbei, es gibt jetzt so neue, coole Kirschbäume in der neuen Minecraft 1.20er Version. Beziehungsweise die Bäume selber, so farblich reizen die mich nicht so. Die sind halt so pink, lila, rosa, was auch immer. Also pink, rosa, nicht lila. Pink, rosa. Was, sure, kann man auch bestimmt Sachen daraus bauen und so weiter und so fort. Der Grund, aus dem mich diese Bäume aber hauptsächlich reizen, ist, dass die Blätter so Partikeleffekte haben. Und zwar, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und das hier wäre so ein neuer Baum, dann würden hier so rosa, pinke Blattpartikel runterfallen halt, was ganz cool aussieht. Persönlich finde ich ja, das sind eher so Bäume, die so in den Japano-Asia-irgendwas-Baustil passen, sage ich mal, was einfach nicht so mein Style ist persönlich. Ich bin da nicht so drin, in der Japano-Asia-China-Irgendwas-Szene. Der schlagt mich schon. Wie ihr seht, ich weiß nicht mal, wie man das Ganze bezeichnet. Pagoden? Ist das Pagoden? Ja, zu so Pagoden-Bauten, sage ich mal, dazu passen diese Bäume irgendwo. Diese Asia-Sennengärten, schlag mich tot. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Da passen diese Bäume, finde ich persönlich, besser zu. Deswegen, das ist eigentlich nicht so unbedingt mein Baustil optisch, sage ich mal, aber ich finde die Partikeleffekte cool. Ja. Man kann die tatsächlich faken. Da habe ich auch ein Shorts-Video, glaube ich, schon mal zu hochgeladen. Oder in irgendeinem von meinen Shorts-Videos habe ich das schon mal gezeigt. Man kann das faken, indem man so ein. Wie heißt das Ding? Ich muss gerade kurz überlegen. Schlag mich tot. Das ist so eine Blüte, ist das. Eine Sporen-Spore-Blossom, so heißt das, glaube ich, im Englischen. Eine Sporenblüte. Whatever. Keine Ahnung, wie das genau im Deutschen heißt.
Die kann man irgendwie in den Baum quasi reinpflanzen und dann fallen da halt auch so Sporenpartikeleffekte, die halt aber auch aussehen wie Blätter aus dem Baum. Das geht also durchaus auch. Es wird gerade schon wieder dunkel. Das geht durchaus auch, wenn man darauf steht, ja, auf so Partikeleffekte, dann kann man das quasi faken. Aber bei den neuen Bäumen logischerweise fallen diese Partikel wirklich nur vom Baum selber runter. Und diese Sporenblossom-Effekte sind halt auch um den Baum drumherum überall da und schweben auch einfach so durch die Luft. Das sind eigentlich eher so Pollen, sag ich mal. Falls man also seine Welt mit Pollen infizieren möchte und auch möchte, dass in der digitalen Welt die bösen, bösen Pollen durch die Gegend fliegen. Bösen, bösen Pollen aus dem Grund, dass auch ich ein sehr allergischer Mensch bin auf alles Mögliche. Ich als Pollenallergiker bin also der Meinung, das ist eigentlich nicht so cool, dass man hier auch digitale Pollen quasi einfügen kann. Aber Gott sei Dank bin ich nur allergisch gegen physische Pollen, nicht gegen digitale Pollen. Deswegen passt das schon. Oder sie werden noch gar nicht ausgewachsen, Kartoffeln. Ja, ich hasse immer diese neuen. Also, das habe ich auch schon mal. Da habe ich auch schon ein, zwei Mal drüber gerantet. Ich hasse diese neuen Weizentexturen. Die alten waren so gut. Ja, die waren super. Und auch Kartoffeln und generell die ganzen alten Texturen. Also die offiziellen, sage ich mal, ohne Texture Pack, waren zehnmal besser als diese komischen neuen Texturen da. Die sind jetzt irgendwie, oh, artistisch und künstlerisch und sehen besser aus. Aber bei den alten konnte ich immer genau erkennen, ob eine Pflanze ausgewachsen ist oder nicht. Und bei denen halt nicht so, Downgrade. Also eindeutiges Downgrade in meinen Augen. Das ist kein Upgrade, ja. Also auch wenn die jetzt schöner aussehen, ist mir egal. So, ob jetzt hier diese drei Pixel auf dem Dirtblock besser aussehen oder nicht, ja. Wenn dadurch die Funktionalität des Blocks limitiert oder verschlechtert wird, sage ich mal, dann ist das in meinen Augen ein klares Downgrade, aber deswegen arbeite ich wahrscheinlich auch nicht bei Mojang, weil so Leute wie mich, die so daran interessiert sind, dass die Spielerfahrung qualitativ hochwertig ist, dass so Leute sucht man da wahrscheinlich nicht. Ja, keine Ahnung, aber ja. Wie auch immer, wir fahren fort mit Bäumchen fällen und Schäfchen abernten oder so ähnlich. Plopp. Eine weitere Sache, die ich uns auch sehr gerne natürlich abernten würde, wäre ein Abo von euch. Falls ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, kein Stress, ihr müsst es natürlich nicht tun, aber falls ihr mich unterstützen wollt auf YouTube, könnt ihr mich natürlich lieben gerne uns auch mit Likes und Kommentaren unterstützen. Die lese ich uns auch alle und beantworte in der Regel auch immer alle. Aber falls ihr mich ganz, ganz besonders unterstützen wollt und in Zukunft auch immer schön Upload-Benachrichtigungen zum Beispiel auch bekommen wollt von meinem Kanal, von meinem Kanälchen, dann geht doch lieben gerne hin und lasst mir lieben gerne ein Abo da. Dann bekommt ihr, wie bereits gesagt, in Zukunft, zumindest wenn ihr auf die Glocke danach noch klickt, bekommt ihr immer schön Upload-Benachrichtigungen, wenn neue Uploads auf meinem Kanal online gehen. Also bekommt ihr immer so ein Pop-Up-Ding, wo dann so steht, ey, der Hempel hat mal wieder was hochgeladen. Also da steht dann wahrscheinlich nicht der Hempel, sondern Slash King, aber ja, der Hempel hat mal wieder was hochgeladen. Guck mal vorbei und so. Und ja, es würde mich einfach mega, mega unterstützen hier auf meinem YouTube-Adventure, ja, auf meiner YouTube-Reise, sage ich mal. Deswegen tut das lieben gerne, wenn ihr mich unterstützen wollt. Aber kein Stress, ihr müsst es natürlich nicht tun, ich kann es absolut verstehen. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, ich glaube, da dieser eine Blockholz da oben hat auch keinen Bock auf mich gerade. Deswegen ist er da oben aufs, ja, so in den Baum reingefallen und nicht runter. Ich glaube, wir haben eh schon, ja, das sind fast anderthalb Stacks oder ein Viertel Stacks Holz oder so, was man drehen. Die Farbe vom Holz ist mir natürlich auch reichlich egal. Die wir jetzt hier abernten, da die einfach in Betten verarbeitet werden und bei Betten spielt nur die Wollfarbe eine Rolle und nicht die Holzfarbe. In der Tat. In der Tat ist dem so. Ja, ja. Und ich sammle uns auch deswegen nur weiße Wolle, weil ich meine, ich habe ein Stück grüne Wolle noch. Aber ja, nur weiße Wolle ist weiße Wolle ist nur mit weißer Wolle kompatibel. Zumindest in den neueren Minecraft-Versionen. Damals, als es nur das rote Bett gab, da gab es ja noch keine anderen Bettfarben in der Beta irgendwann und dann auch in den ersten Vollversionen noch, glaube ich. Da war es egal. Da konnte man auch grün, rot und gelbe Wolle zusammenpacken und dann hat man trotzdem immer ein rotes Bett rausgekriegt, weil es halt nur ein Bett gab. Das ist jetzt nicht mehr so und deswegen darf man Wolle auch nicht mehr mixen, was ja verständlich ist, aber irgendwo ein bisschen doof, schätze ich mal. Aber so ist das halt. Ich fände es irgendwie cool, wenn man einfach immer so ein generisch irgendwie das weiße Bett kriegen würde oder halt nach wie vor einfach das rote Bett, wenn man irgendwie drei verschiedene Wollarten einfach irgendwie mixt. Dann Motto so, ja, du hast zwar nicht die richtigen Wollarten, aber komm, hier, da hast du. So nach dem Motto. Fände ich ganz witzig. Wäre aber ein bisschen schwierig mit dem Crafting-System, glaube ich, auch zu implementieren tatsächlich. So wie das aktuell im Spiel ist. Weil, ich bin gerade überlegen, gibt es generische Crafting, ja? Generische Crafting-Rezepte? Weil ich weiß, dass es so, es gibt Block, also für die von euch, die jetzt nicht, um mal kurz ein bisschen technisches Minecraft-Knowledge zu droppen, ja? Es gibt Blockgruppen in diesem Spiel, ja? Also zum Beispiel gibt es eine oder Block-Tags, sag ich mal, so heißen die, glaube ich. Es gibt zum Beispiel einen Block-Tag namens, ich glaube, Holz oder Wood oder sowas, oder Tree, keine Ahnung. Da sind dann halt alle Baumstämme drin, oder zum Beispiel Leaves, da sind, glaube ich, alle Leaves drin, und so weiter und so fort, und das wird halt für einige technische Dinge im Spiel auch genutzt. Und so weiter und so fort. Ich suche gerade nach Schäfchen. Die sind alle da hinten, oder? Kann das sein? Und ja, das Spiel nutzt das halt für alles Mögliche. Aber ich glaube, bei Crafting-Rezepten kann man diese Block-Tags nicht nutzen. Glaube ich. Ich bin mir da zum einen A gerade nicht ganz sicher. Und B, es ist eine Weile her, dass ich selber Minecraft gemoddet habe. Ich müsste eigentlich mal meine ganzen Mods maintainen, mal wieder. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich habe so viele andere Projekte gerade,
an denen ich noch arbeite. Das ist da einfach nicht wirklich zu kommen aktuell. Achso, und für die von euch, die sich uns gerade auch fragen, weil das habe ich im letzten Video, glaube ich, schon mal erwähnt, die sich gerade fragen, warum ich nicht diese Bäume abbaue. Wie ihr seht, die können so groß werden hier. Also es ist random, ob die so groß wachsen oder dass ein kleiner Baum wächst. Und die großen Bäume sind einfach sehr unkomfortabel abzubauen. Das kann bei diesen, diesen dunkleren Bäumen da hinten einfach nicht passieren. Weswegen ich jetzt beschlossen habe, dass ich in Zukunft immer wenn ich Holz für irgendwas brauche, wo ich das Holz nicht zum Bauen selber nutze, also wo die Farbe des Holzes quasi irrelevant ist, dass ich da ab sofort immer hingehen werde und das dunkle Holz da hinten nehmen werde. Einfach nur, weil ja, es ist komfortabler, die Bäume abzubauen, auch wenn ich ein bisschen weiter laufen muss. Aber es ist einfach more comfortable, es ist komfortabler. Und auch was auch komfortabel ist, ist, dass wir jetzt unsere 3 Wollstacks voll haben. Und damit würde ich doch glatt sagen, werde ich actually noch kurz ein ganz klein bisschen mehr Wolle farmen. Da wir gerade 4 Stücke Wolle haben. Moment mal, oder? 64 ist nicht durch 3 teilbar. Ne, nevermind, das ist perfekt. Das dürfte rauskommen auf 63, 63, 63. Da haben wir dann 3 Stücke Wolle über. Ne, doch nicht. Moment mal. Dann verbrauchen wir nochmal 3. Und dann haben wir ein, also wir brauchen noch 2 Stücke Wolle. Genau 2 bitte. Das sind 3, okay. Dann bitte nochmal genau 2 bitte, weil, ne, ich werde jetzt versuchen, auf eine schöne gerade Zahl Wolle zu kommen noch hier, weil warum nicht? Außerdem können wir dann dadurch noch 1, 2 Bettexplosionen mehr hervorrufen, was natürlich von Vorteil ist für uns. Wieder 3 Stück, oder? Ich meine, es ist lucky, ja? Also es sind immer quasi ein ganzes Bett, was ich hier gerade abernte. Zweimal ein ganzes Bett jeweils. Aber ich hätte gerne jetzt noch, ich hätte Späßchen daran, wenn ich den Wollstack quasi komplett loswerden könnte. Beim Wegspringen dann. So dass ich dann quasi einen weiteren Inventarslot freikriege. 1, 2, perfekt. Das dürfte es sein, oder? 12? Ja, 12 ist durch 3 teilbar. Wunderbar. Und die sind zwar nicht durch 3 teilbar, aber da das 3 Stacks sind und jeweils einer ein Stück Wolle überbleibt, kommen wir damit auf, wie viel waren das? 21 mal 3 plus 1 plus 4, glaube ich. Ja, so viele Betten sind das. Ich werde es nicht durchrechnen, wie viele es genau sind. Doch werde ich, warum nicht? 62, 83 und das habe ich gesagt, plus 1, 84 plus 4, also 88 Betten können wir jetzt herstellen, glaube ich. So viele Betten sind es, als ob... Ach, hab ich mich... Das kommt mir so viel vor. 88 Betten? Als ob ich jetzt genug habe für 88 Betten. Das sind so viele Betten. WTF. Okay. Das kommt mir gerade sehr viel vor. Oder es kommt mir nach sehr viel vor gerade, aber... Aber gut, ja, ich werde mich davon nicht beirren lassen. Ich meine, viele Betten sind eigentlich gut für uns, sag ich mal. Umso mehr, umso besser. Tools. Haben wir noch irgendeinen Helm, den ich jetzt hier... Ja, den hier, der ist auch schon so fast kaputt. Nehmen wir den mal mit. Bevor wieder irgendein neunmal kluger Mensch fragt, wieso hast du hier eine so Schrottrüstung an, wenn du hier eine Truhe, du hast ja voll die krasse Rüstung. Ja, aber wenn ich in Lava falle, im Never ist sie weg. Deswegen nehme ich den jetzt nicht mit in den Never, damit ich sie nicht aus Versehen, damit ich nicht aus Versehen nicht über losgehe und nicht 2000 Euro einziehe und so. Ne? Also, ja. So, das Holz können wir behalten, die Eier. Wisst ihr was, ich glaube ich mal kurz einen Cut und dann hören wir es gleich wieder, wenn ich die Sachen hier weggesteckt habe und so. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt, wie bereits gerade gesagt, wir sehen, also ich habe nicht alles weggepackt. Ich habe nur alle Sachen weggepackt, die ich jetzt nicht dringend benötige. Ich habe, wie seht, wir haben noch ein paar Baublöcke. Ich sollte actually vielleicht einen halben Stack Neverite mal, Neverite sag ich schon. Ein halbes Stack Neverite, das wäre schön, wenn ich so viel hätte. Ich nehme mal diese 25 Stück Neverite mit, einfach nur damit ich, sollte ich mich irgendwo hoch oder runter bauen müssen, dass ich nicht den Never verschandle mit dem Cobblestone hier. Wir haben auch nicht mehr allzu viel die Spitzhacke hier, aber die hat auch gar nicht mehr so viel Durability. Eventuell muss ich da mal überlegen, mir noch eine zweite Spitzhacke auch zuzulegen. Ich habe auf jeden Fall gerade schon beschlossen, dass ich mir hier noch eine Eisenaxt, noch eine ersatzmäßige zweite crafte, weil die hier fast am Ende ist. Ich meine, ich habe auch Schwerter dabei, aber ich glaube, die Eisenaxt ist aktuell die komfortablere Option gerade, um da im Never mich durch die Viecher, mit Z, nur authentisch mit Z am Ende, ja, die Viechhas TM durchzuprügeln und zu kloppen. Aber ich glaube, so, ein Crafting Table haben wir im Never normalerweise eh noch. Wir haben Pfeile, ich habe meine Ranged Waffe hier auch equippen, auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht nutzen werde. Essenstechnisch sind wir ganz okay gekittet. Ich würde, wisst ihr was, wir werden diese Folge jetzt tatsächlich dann nicht damit beenden, dass wir jetzt schon in den Never reinmarschieren. Das machen wir erst in der nächsten Folge, die ich übrigens wahrscheinlich auch gleich noch aufnehmen werde. Sondern wir werden jetzt einfach noch ein paar Hühner wegschlachten und uns noch ein bisschen was Fleisch kochen. Das ist jetzt hier mein Plan für den Ende. Für den Ende. Sehr gutes Deutsch. Ja. Für das Ende dieser Folge. Ist das mein Plan soweit? Hallöchen, liebe Hühnerfreunde. Also hallöchen, liebe Hühner. Die Hühnerfreunde werden dann ja wahrscheinlich eher wir, I guess. Ja. Wie machen wir das nochmal? Wie ging das nochmal? Ich habe das. Wir basteln erstmal kurz. So, gebt mir mal hier eure Eier, liebe Freunde. Wunderbar. Und ein Bärchen. Ihr dürft mir ein paar eure Eier geben.
Die schmeißen wir jetzt hier alle rein in unsere Einwurfautomatik. Danach massakrieren wir kurz ein paar Hühnchen weg. Das war ungefähr alle, auf dieser Seite zumindest. Und das ist die Seite mit der Einwurfautomatik und farmen außerdem noch ein bisschen was an XP, auch noch passiv nebenbei quasi. Ui, das ist eine ganze Menge an XP sogar. Lecker, lecker, viel XP. Das ist schon mal eine ganze Menge an Fleisch, die wir da drin haben. Hier haben wir auch ein bisschen drin. Wir werden auch mal, ich würde sagen, wir werden auch mal in der zweiten Box die Hühner wegschlachten. Ich muss sie nicht alle wegschlachten. Ich möchte nur genug haben, dass ich ungefähr so ein Stack oder so an gegrilltem Fleisch dann habe. So passt das doch ganz gut, würde ich sagen. Wunderbar. Das Fleisch wurde auch eingesaugt hier soweit von dem Hopper. Dann würde ich sagen, Einwurfautomatik an. Wir lassen ihn einfach mal laufen erstmal hier an der Stelle, würde ich sagen. Ja, ja, das ist, ja, mein Plan war, das habe ich mir jetzt etwas anders vorgestellt. Okay, wir machen das mal so. Ich halte mir einfach das Ding, sobald ich hier das Raw Chicken komplett raushole, fallen da sofort die Eier rein. Oder rutschen da sofort die Eier nach. Wie ihr seht. Wir machen stattdessen mal so. Oh, da haben wir schon ein ganzes Stack voll. Wunderbar, das reicht eh schon. Ich werde die Einwurfautomatik einfach mal laufen lassen. Es ist ganz schön dunkel draußen. Und da haben wir auch ein Hühnchen, okay. Es ist ganz schön dunkel draußen. Wir werden mal kurz schauen, dass wir hier in Sicherheit nach Hause kommen. Dann werde ich das Fleisch in den Ofen noch reinschmeißen. Und dann sind wir, glaube ich, gekittet und bereit, um in der nächsten Folge dann für mich gleich für euch... oh, Hallöchen. Um der nächsten Folge dann für mich gleich für euch in ein paar Tagen wahrscheinlich. Oder ihr guckt die gerade alle am Stück, das weiß ich natürlich nicht. In den Nether wieder zurück zu marschieren und zu wandern. Bitte sagt mir, dass die Freunde weit genug von meinem Bettchen weg sind. Ja, sind sie. Ja, sind sie. Wunderbar. So, ich glaube, den einen Zombie muss ich leider manuell töten. Der hat nämlich, glaube ich, einen Goldhelm angehabt. Und sobald die lieben Freunde von Zombies einen Goldhelm anhaben, oder generell einen Helm anhaben, dann verbrennen sie nicht mehr im Dunkeln. Oder im Dunkeln sowieso nicht, aber im Hellen auch nicht. Also dann verbrennen sie einfach gar nicht mehr, weil sie halt geschützt sind. Oh, der hat einen... Hat der Enchanted Boots? Oder hab ich gerade verguckt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt ist schon mal tot. Sollte er irgendwas Enchantedes gehabt haben, ist er jetzt auf jeden Fall hinüber und hat es nicht gedroppt. Okay. Das Rotten Flash brauche ich bitte nicht. Da, ich habe vergessen, das in den Ofen reinzugeben. Ich würde jetzt ja sagen, ich habe wertvolle Zeit verschwendet. Wertvolle Brennzeit jetzt hier verschwendet quasi, aber habe ich an sich nicht. Aus dem sehr, sehr einfachen Grund... Oh, was splitten das? Das in zwei Öfen rein, dann geht es ein bisschen schneller. So. Das habe ich tatsächlich nicht, da ich eventuell sonst nicht hätte schlafen gehen können. Und dann hätte es ja alles noch 10 Jahrzehnte länger gedauert, weil dann ein Zombie in die Nähe meines Hauses gestiefelt wäre. Deswegen wollte ich schnellstmöglich ins Bett erstmal, tatsächlich. War hier nicht mal ein Alpaka, das irgendwie so einen komischen Glitch hat, das irgendwie immer von die Wand gespuckt hat? Ich glaube schon. Irgendwie hier so war das. Ist es noch da? Nee, ich glaube, das ist nicht mehr da. Oder ist da oben vielleicht irgendwie? Oder sind wir despawned? Keine Ahnung. Ich glaube, das war tatsächlich ein Alpaka von einem Wandering Trader tatsächlich. Aber wir werden auf diese Eier noch kurz nachrüsten, würde ich sagen. Einfach nur, weil ich das gerade alle aufgepickt habe. Wieso denn auch nicht? So, außerdem sind diese Batterien hier, glaube ich, noch nicht auf maximaler Kapazität. Deswegen werden wir kurz noch ein paar Eier nachrüsten. Das sieht mir nicht danach aus, als wären die hier ausgemaxt quasi. Wir rüsten mal kurz noch ein paar Eier nach. Wunderbar. So. Wunderbärchen. Und schon läuft das Ganze hier. Ich kletter hier mal kurz wieder raus. Wunderbar. Und würde sagen, ich werde einfach an dieser Stelle mal kurz dann die heutige Folge beenden. So, was heißt mal eben kurz? Also für mich mal eben kurz und ich werde gleich weiter aufnehmen. Aber ja, ich beende an dieser Stelle damit erstmal die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß daran. Mir, ich sollte erstmal kurz suchen, wie ein Creeper in der Nähe ist. Nee, ich glaube nicht. Okay, sieht alles gut aus. Okay, so. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß daran, die heutige Folge anzusehen. Ich hatte wie immer sehr viel Spaß daran, die heutige Folge aufzunehmen. Und ich wünsche euch dann damit an dieser Stelle noch einen wunderbaren Resttag. Macht noch was Schönes, irgendwas Nettes. Lasst mir lieben gerne ein Abo da. Oder auch ein Like oder auch ein Kommentar. Oder nichts dergleichen, falls ihr da keinen Bock drauf habt. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fällt euch!